In diesem Video erfahren Sie, wo Sie die Besucherstatistiken Ihrer Interessenten finden und was diese aussagen. Bitte beachten Sie, dass Sie Statistiken nur erhalten, wenn Sie als Freigabeoption Ihrer Rundgänge entweder E-Mail-Freigabe oder manuelle Freigabe gewählt haben. Ein Interessent muss sich also zunächst für den Rundgang registrieren oder Sie müssen ihm manuell Zugriff gewähren, um später eine Einsicht in die Statistik zu erlangen. Um Ihre Statistiken einzusehen, klicken Sie links im Menü unter dem Reiter Statistik entweder auf Immobilien oder auf Interessenten. Der Unterschied ist, dass Sie die Besucherstatistiken entweder auf Basis Ihrer Rundgänge oder auf Basis Ihrer Interessenten einsehen können. Grundsätzlich sind die Statistiken immer gleich aufgebaut. Oben links in der Ecke sehen Sie, in welchem Teil der Statistik Sie sich befinden, sowie eine Beschreibung, die Ihnen hilft, die jeweilige Statistik zu interpretieren. Oben rechts über der Übersicht der Rundgänge haben Sie die Möglichkeit, den Zeitraum der gemessenen Statistik einzugrenzen. Dazu müssen Sie lediglich auf Zeitraum klicken und den gewünschten Zeitraum wählen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Zeitraum einzugeben. Oben rechts über der Übersicht der Rundgänge haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Darstellungen der Statistiken zu wählen. Sie können entweder Grafik oder Liste wählen. In der Grafikansicht wird Ihnen Besucherstatistik grafisch in Form eines Balkendiagramms dargestellt. Klicken Sie oben links auf Sortierung, öffnet sich ein Aufklappmenü, aus welchem Sie auswählen können, nach welcher Kennzahl die Statistik sortiert werden soll. In der Listenansicht wird Ihnen die Besucherstatistik in Form einer Liste dargestellt. Wie bei der Grafikdarstellung können Sie Ihre Statistik sortieren, indem Sie auf den Titel der jeweiligen Spalte klicken. Hier in der Immobilienstatistik bekommen Sie eine Übersicht aller Rundgänge, die Sie zurzeit aktiv geschaltet haben. Hier können Sie einsehen, wie viele Besucher Ihre Immobilie virtuell besichtigt haben, wie lange die Verweildauer in dem jeweiligen Rundgang war, wie viele Interessenten diesen Rundgang besucht haben bzw. wie viele Interessenten für diese Immobilie registriert sind und wann der letzte Besuch in der Immobilie stattgefunden hat. Klicken Sie jetzt auf eine der aufgeführten Immobilien. So bekommen Sie einen Überblick über die Statistiken aller Interessenten der ausgewählten Immobilie. Hier können Sie ebenfalls die Verweildauer, die Anzahl der Besuche und den letzten Besuch der Interessenten einsehen. Klicken Sie nun wiederum auf den Namen eines Interessenten, bekommen Sie eine Übersicht darüber, in welchen Räumen sich dieser ausgewählte Interessent aufgehalten hat. Ihnen wird hier der Raum, die Verweildauer und die Anzahl der Besuche des Interessenten angezeigt. Wenn Sie nun in der Menüleiste auf Interessenten klicken, können Sie die Besucherstatistiken aller Interessenten einsehen. Wählen Sie jetzt einen Interessenten aus, öffnet sich eine Übersicht über die von diesem Interessenten virtuell besuchten Immobilien. Klicken Sie auf eine Immobilie, öffnet sich die oben beschriebene Raumstatistik. Es handelt sich also um die gleiche Statistik mit dem Unterschied, dass die Basis nicht die Rundgänge und dann die Interessenten sind, sondern erst die Interessenten mit den besuchten Rundgängen. Generell empfehlen wir immer vorerst auf Basis Ihrer Rundgänge bzw. Immobilien einzusehen, um zu sehen, welcher Interessent am meisten an einer Immobilie interessiert ist. Haben Sie aber Interessenten, die sich für mehrere Objekte entscheiden, macht es durchaus Sinn, Ihre Statistiken über den Reiter Interessenten einzusehen, um das Interesse eines Interessenten an verschiedenen Immobilien zu vergleichen.